Rappler Rü 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rü.de. Zimmer. Bleib ich hier, Sahbi. Du kriegst mich nicht weg. Nicht stolpern, ha? Ema! Okay, check, la famille, wir sind da, wir sind in Marrakesch, wir sind angekommen, alles tranquille. So, ich sag euch ehrlich, ich hatte ein bisschen Stress. So, ich hab den Spitznamen bekommen. Straftäter und so, tschüss, ich kann noch nichts dafür. Es gab Filme am Flughafen, ich hatte auch Paranoia, Polizei lässt mich nicht durch. Aber ich bin ein guter Junge für alle. Egal, was für Gerüchte ihr hört, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich glaube, ein paar Leute haben auf jeden Fall ein paar Probleme, Stress, Leute haben im Flugzeug gekotzt, ich werde keinen Namen droppen und so. Ich glaube, ein paar können sich das denken, versteht ihr, was ich meine? Ich hab das ganze Flugzeug voll gekotzt. Von egal, an meinen Sitz, den Boden, die Tüten, diese Toilette habe ich voll gekotzt und ich habe mich richtig krass auf diese Villa gefreut. Ewa! Was geht ab? Herzlich willkommen im Finale, André Risala! Baba! So, ihr seid hier, wir sind in Marrakesch, wir haben es geschafft. Geiler Pool! Geiles Wetter, wir chillen, habt ihr euch verdient. Voila, die letzte Runde, ich muss euch allen nochmal Props aussprechen. Eure Songs waren alle on fire, natürlich. Das war krass. War sehr, sehr, sehr heftig. Habt ihr Bock, wollen wir rein? Lass mal rein. Das war nicht so cool. Bruder, das Problem ist aber, es gibt nicht Platz für alle. Das ist das Problem, wir haben nicht Platz für alle. Bruder, der Sammy hat uns geknallt, ja. Der Sammy hat uns geknallt. Wir sind 18 Leute. In der Villa gibt es allerdings nur 16 Plätze. Das heißt, zwei von euch werden uns jetzt hier an Ort und Stelle verlassen müssen. Wir wollten in die Villa rein. Der Bergherr und ich, wir haben uns Maximum gefreut. Wir haben uns schon alles ausgemalt und so. Welches Zimmer nehmen wir, dies, das. Wir kommen hier an. Auf einmal der Sammy, der sagt, zwei fliegen heute nach Hause. Ja, nee, nicht nur ihr seid raus, ihr fliegt heute nach Hause, Bruder. Fit nach Rü. Ihr seid weit gekommen. Ich bin stolz auf euch alle. Was ihr geschafft habt, das haben tausende andere nicht geschafft. Ihr könnt euch alle auf die Schulter klopfen, dass ihr den Weg bis hierhin gemacht habt. Und auch wenn wir uns jetzt von zwei verabschieden müssen, wallah, es war eine super Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß, ja? Grüßt eure Herzen. Challenge Nummer 1 folgt jetzt. Wir teilen euch jetzt in zwei Teams auf. Abayas Team
und mein Team. Ich fange an. Darf ich? Ja, klar. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Okay. Okay, okay. Eamon Haaland. Rüber, rechts. Zwei direkt, ja? Zwei. Stellt euch bitte dahin. Wow. J.U. und Kauter. Sollen wir hier rüber? Ja, ja, am besten nach da. Leo, Ilo, Brel, Shadi. Was sind wir jetzt hier? Nuhat und Pada. Gio und Berkay. Amu Mufasa. Boah, Jungs, Alter, ich hab so gedacht, das ist so echt. Was glaubst du, ich war gerade im Schaden. Ich hab mir gedacht, bitte ab. Ihr wisst noch nicht, um was es geht. Warum? Bitte, bitte, bitte. Uzi Suat. Hamdi Malatz. Jetzt bitte, mein Team, haltet euch in diesem Bereich auf. Entscheidet zwei Team-Captains von euch. Oder das waren die ersten, die genannt wurden. Einfach nehmen. Ja, können wir auch. Okay, dann bitte der Rest zurück und die zwei Team-Captains nach vorne. Bei euch genauso, oder? Genau das Gleiche. Dachte ich mir nur Scheiße. Warum haben wir mich gewählt? Ich dachte, das Ding ist, ich dachte, Gio und ich, weil vielleicht ist ja eine Song-Challenge. Challenge Nummer 1. Rap-Quiz. Die Teams wurden bestimmt und die Captain wurden bestimmt. Ich werde euch jetzt in Challenge 1 einweisen. Ihr habt euch in zwei Teams aufgeteilt und diese zwei Teams haben wiederum zwei Captains. Ihr spielt jetzt um den Einzug in die Villa. Das erste Team, was gewinnt, darf in die Villa und ist gesichert. Das Team, was verliert, aus diesem Team werden vier Leute gegeneinander antreten und zwei davon werden nach Hause fahren. Das Spiel, um zu entscheiden, welches Team gewinnt, ist ein Rap-Quiz. Es geht jetzt um ein Rap-Quiz. Ja, also es geht um einen Rap-Quiz bzw. Musik-Quiz. Ich werde euch gleich ein paar Fragen stellen. Und ihr nehmt pro Team ein Handy und schreibt zusammen, also jetzt nicht wirklich mit den Fingern drauf, aber ein Handy nur, eine Antwort. Wenn wir sagen, bitte jetzt aufhören und zeigen, dann müsst ihr zeigen. Okay? Ihr habt 20 Sekunden pro Frage und wir stoppen die Zeit. Ich möchte die Teams dahinter bitten, ihr dürft nichts sagen. Ja? Nichts. Ihr müsst ruhig sein. Hören wir ein Flüstern, ist euer Team disqualifiziert für diese Challenge und ihr verliert direkt. Ich stoppe die Zeit. Die erste Frage kommt von Abaya jetzt. Wie nennt man in Songwriting dieses Reimschema? A, B, B, A. Zeit läuft. Ruhig, ruhig. Punktabzug für mein Team, weil hinten geflüstert worden ist. Nein. Kurz ruhig. Punktabzug für dieses Team. Der erste Punkt geht nach Team Abaya. Ihr dürft keinen Ton verlieren. Ein Punkt für Team Abaya, 1-0. Nächste Frage. Wie wird das Wort Adlibs buchstabiert? Stopp. Eure Antworten. Kettenreim.
Was? Ach so! Sag mal, Essen bitte. Ich hab noch Essenfrage im Kopf. Guck mal. Ist falsch, gell? Ja, wir haben einen Punkt. Okay. Okay, also viele Leute denken, das Wort Adlibs kommt von Lippen, aber das kommt nicht von Lippen. Das kommt von Abliberatum oder so aus dem Lateinischen. Das wird mit B geschrieben. Adlibs. Also ein Punkt an Team Abaya. Dritte Frage. Zeit läuft. Wie heißt Bushido mit Vornamen? Ist egal, ob wir das richtig schreiben? Ja, ja, einfach aussprechen, ja. 10 Sekunden. Zeit ist um. Ich hab's nicht geschrieben. Enis Verschisch. Ja. Enis. Der heißt Enis Verschisch. Enis, ja. Enis Verschisch, ja. Richtig? Ja. Okay. Okay, Punkt an beide. Punkt an beide. Wie nennt man im Songwriting dieses Reimschema? A, B, A, B. Zeit läuft. Ey, man denkt, die wissen das, Mann. Zehn Sekunden. Vorbei. Gedichtanalyse, deutsche Abitur. Yes. Nein, falsch. Kreuzreim. Kettenreim haben Sie. Ein Punkt. Es ist kein Ketten, es ist ein Kreuzreim. A, B, A, B. Ich weiß noch nicht, was es ist, Bruder. So. Wer war der erste deutsche Künstler, der jemals die Diamantenauszeichnung erhalten hat? Zeit läuft. Jemals oder letztes Jahr? Der erste. Der erste? Der erste jemals. Ja. Sein ganz bekannter Song, den kennt ihr alle. 5 Sekunden. Stopp! Dieter Bohlen. Bowser, was du Liebe nennst. Aber ganz kurz. Ja? Stopp! Was habt ihr für eine Antwort gehabt? Wir haben Apache. Apache ist falsch. Also kein Punkt für beide Teams. Jungs, Ruhe, Ruhe, Ruhe! Jungs, Ruhe! Ruhe! Kein Punkt an kein Team. Beide falsch. Nächste Frage. Wer war 2023 der meistgestreamteste Rapper Deutschlands? Zeit läuft. Dreh dich nicht um, Haaland. Zeit vorbei. Ergebnisse. Apache. Apache. Punkt bei an beide. Stark. 5-2. Okay, jetzt kommt eine Schätzfrage, Leute. Der näher dran ist, kriegt den Punkt, okay? Geben wir den 30 Sekunden oder 20? Wir geben euch 30 Sekunden diesmal. Ich will nichts von hinten hören. Auch ihr dürft nicht untereinander reden. Euer Team verliert den Punkt direkt. Okay? Es geht los. Also. Wie viele Songs kommen jeden Tag auf Spotify neu dazu? Schätzen. Zeit läuft. Haaland, letzte Verwarnung. Fünf Sekunden. Zeit ist vorbei. Nein, auf deine Kappe. Auf eure Kappe. Okay.
Okay, was hast du? 150.000. Ich hab 3.000. Okay, also Punkt geht ganz klar an Abayas Team. Weil 120.000 am Tag. 3.000 ist echt hart. Ist vorbei, gell? Ich glaube, es ist vorbei, gell? Weil die können den Punktstand nicht mehr einholen. Okay, kurz Ruhe, zuhören. Hey! Jungs, zuhören. Da Team Sammy den Punktestand nicht mehr einholen kann, hat Team Abaya gewonnen. Ihr seid sicher und ihr dürft in die Villa eintreten. Ey, aber bevor ich reingehe und so, ne, damit doch jeder hier weiß und so, jeder von diesen Jungs ist krass. Jeder ist krass, bei Gott. Ich bin das größte Zimmer. Wir kommen wieder, Wallah. Jeder von euch, ich schwöre. Ich sag euch ehrlich, bevor ich anfange, irgendwas zu erzählen, wer hat mit mir gerechnet, Allah? Berkay Nordi is here. 3-0 to the motherfucking one, baby. Ich sehe diesen Pool, ich denke, komm, 5 Jahre keinen Urlaub gehabt, einfach reinspringen. War auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall sehe ich die Shorty mit ihrer Ledertarnungsweste und diese Leibchen in diese Wasser. Ich bringe das nicht, was geht ab? Nein! Boah, Alter, mein Sohn! Wenn du ihn abziehst, wenn du ihn abziehst, komm! Du bist deine Maus. Walla auf Leibchenweste! Die ist auf Leibchenweste! So, ihr habt es leider noch nicht in die Villa geschafft. Wir haben jetzt die Option, 2 von euch opfern sich und nehmen jetzt das Ticket nach Hause. Oder wir überlassen es den Zufall, packen eure Namen in einen Topf und ziehen 4 Leute, die gegeneinander antreten, in einem ganz normalen Songbattle. Das ist ja krass, eigentlich. Ihr dürft entscheiden. Oder eine Frage mit dem Songbattle. Du hast 2er-Songs oder alles 4 einzelne Songs? 4 einzelne Songs. Solo. Solo-Songs. Oder ich glaube, jeder von uns. Mach mal diese Opfer weg. Jungs, das ist Bruder, die erste Opfer. Wir haben es durchgemacht. Ihr entscheidet das. Lass Zufall. Wir machen das mit Zufall, Bruder. Zufall? Zufall. Dann machen wir es, wie der Zufall es will. Guten Morgen, Herr Zufall. Dankeschön. Hier sind eure Namen drin. Ich muss noch mal sagen, weil wir stehen jetzt gerade vor einer Entscheidung oder beziehungsweise vor einem Battle. Ich bin wirklich stolz auf euch, was ihr bis hier gemacht habt, und ich sehe sehr große Namen. Ja? Das ist aber das Turnier. Und jeden Tag werden uns mehrere Leute verlassen. Heute ins Battle geht Haaland. Erstes Battle, Haaland. Mufasa. Puh. Mann! Du bist allein genommen. Pada. Leo, Bruder. Also wie folgt. Gibt es jetzt ein Songbattle zwischen Pada und Leo und ein Songbattle zwischen Haaland und Mufasa. Ihr tretet beide mit einem Einzelsong gegeneinander an. Der Verlierer der Battles, 2 Stück, fliegen heute leider nach Hause. Ich weiß, es ist hart. Es ist die Show. Ich wünsche euch viel Glück. Ich drücke euch die Daumen.
gebt Gas. Wir sehen uns. Ey, wir sind Verlierer. Wallah, wir sind Verlierer. Verlierer sind wir erst, wenn wir wirklich ausgeschieden sind heute. Der Kapitän geht, aber mit Ehre. Ja, richtig. Ja, Jalla, komm her. Wer macht uns jetzt die Tür auf? Keine Ahnung. Hey, Wallah, wir müssen da lang. Er macht so. Aus dem Namen unsere Waffe. Wallah, wir sind das Arsch. Wir haben keinen großen Kopf. Ich hoffe, das hat was tun. Einfach Onkel. So werden Texte geschrieben, auf diese Handy, mit marokkanischer SIM-Karte. Erstmal tranquil, wir sind hier für heute eure Produzenten. Die Villa ist auf jeden Fall mehr als tranquil, die ist sehr soft. Hoffentlich gefällt die euch auf jeden Fall. Wir werden heute auf jeden Fall die Session mit euch machen und ja. Let's go. Wir haben zwei Stunden Zeit, Leute. Ich hab gehört, ihr seid die Verlierergruppe. Ja, wir auch Verlierer. Ihr seid die Verlierergruppe. Hey, pass auf, was du sagst da. Bruder, ich küsse da jetzt. Am besten jetzt mal die Leute, die heute antreten, mal bitte vorkommen. Ah ja. Dass wir mal wissen, was das ist. Oh. Es gibt ein sehr interessantes Battle. Geil. Ich will auf jeden Fall mit Ihnen auch arbeiten. Der sieht so aus wie ein geisteskranker Produzent. Ja, ja. Ich schwör's dir, Bruder. Oder ich bin psychisch gestört. Dann haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Okay, das ist gut. Bipolar. Boah, hat ihr alles gut. Leider nicht, aber irgendwann, inshallah. Okay, Jungs. Irgendwann. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Wir müssen 4 komplette Songs aufnehmen. Ich würde sagen, let's go. Kommt rein. Allah. Hälfte von unseren Leuten hat jetzt Depression. Ich schwöre es, ich gucke nach rechts. Ich sehe einfach Fahrrad schon am Schreiben. Guck mal bitte. Guck mal, check das mal ab, Mann. Bruder, aber. Voilà. Arbeit, der checkt Arbeit. Oder das ist ein Macher, ja? Ich hoffe, ich zeige nach. Auf den Hintergrund. Voilà, aber wäre krass, der vorhin hätte gesagt, weißt du was? Ich gehe nach Hause. Alles gut. Alles gut, ich gehe nach Hause. Aber ich sag dir ehrlich, der wäre auch nicht mit dir gekommen. Der kommt doch nicht damit her, Bruder. Dankeschön. Jemand, der nicht weiterkommen will, Bruder, komm nicht her. Ich küsse dir her. So. Jeder von uns will weiterkommen. Das ist Competition. Das Competition am Ende des Tages. Die werden, ich dachte, wo die mich genommen haben, Kapitän mit Haaland, ich dachte, die sagen, okay, ihr beide ruiniert euch jetzt. Boah. Bruder, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich nehme vor euch. Jungs, das ist auch gar kein Schießen, aber Bruder, diese 3000 Spotify, Bruder, ich küsse dein Herz. Bruder, Haaland und Eamon, so, ich liebe euch, aber eins habe ich nicht verstanden, Bruder. Es gibt mehr Rapper als Menschen. Wie kommt ihr auf 3000? 3000 Release, wie geht das? Schummer, da war ich 14, Digga, die Alter, machen wieder irgendwie. Villa, Bruder, ich kann Nomenreime, ich liebe Nomenreime über alles, Bruder. LAS, oder wie das ist. Ja, ich hab das auch. Aber du hast 38 silbigen Nomenreime. Ja, Bruder, aber warum weiß ich die Regel davon? Ich kann's einfach, Bruder, das ist wie angeboren. Wenn wir anfangen. Warum redest du rein, mein Bruder? Bruder, ich küsse dein Herz. Ich hab geflüstert mit Ammo. Ey, ich hab sogar Bruder, Ammo. Ich hab Ammo sogar. Bruder, aber sogar. Ey, stopp. Guck mal, ich war so ein. Nein, stopp. Der Punkt ging schon weg. Bruder. Ja, aber stopp. Warte doch mal, Bruder. Ich hab geflüstert. So, aber der Punkt, dieser Minuspunkt ging nicht wegen Nähe, Bruder. Nach diesem Flüstern. Stopp. Nach diesem Flüstern. Wurden wir abgefuckt nach diesem Flüstern? Nein. Ja, aber er hat gewartet. Nein, danach. Halt, stopp. Danach haben sich die Jungs, als diese Frage kam. Jetzt halt. Danach kam eine Frage und dann hat sich irgendjemand jetzt abgefuckt und meint, ey, Junge und so. Ey, guck mal, ich hab Streitschlichter-Ausbildung gemacht in 5. Klasse. Und wallah, das reicht jetzt. Ich steck mich zu mit Scheiße, ich ess Scheiße, was andere nicht essen wollen. Ich war schon immer Loser-Team. Aber irgendwie, ich bin jetzt in der Villa nicht. Ich bin im Modus der Tag, ich bin kurz auf Set, ich mein Fokus ab in den Lotus, fahr ich. Abwechsel die Lokus und war es im Sinn, ist egal wo ich bin. Es warten die Sokos, wir hängen im Laden. Sie laden die kennen, Papa, was schießt du nur Fokus? Ich brauch meine Mutter, die sagt,
dieser Mann hat so einen Hunger, ich feier den so hart. Bruder, Walla, du denkst, der kommt aus dem Krieg, Bruder, ich schaff meine Mutter, der er kommt aus Krieg, er war Bundeswehr. Walla, er kommt aus Krieg. Ich steh früh auf, ich bin im Modus, der Tag ist zu kurz, also setz ich meinen Fokus. Hab in den Lotus, fahr den Schirm, hab extra die Lokus und Paris im Sinn, ist egal, wo ich... Jo, was geht, G? Ja, so sieht es aus. Hast du fertig? Oder der Beat steht schon, Alter. Muss nur kurz Text umändern. Leben schon seit Jahren in der Scheinwelt. Schufa auf Bank, nicht mal ein Cent, wir haben kein Geld. FZNO Block, ich drück den Trigger bei Tageslicht, drück dich ab, weil nix im Magen ist. Du bist Bluff, lass deine Story. Hör dir mal den an, Bruder, weil ich glaub, ich mach den direkt. Ja, der heißt C, Bruder, für gleich, ja. So. Kick-Deck, Offensiv-Press, Kick wie Olympic-M. FIFA-Street, wir bin Rivalry, Tricks mit Steve Red Jeans. Vorbereitet. Bruder, ich hab einen maximal geilen Song vorbereitet, sag ich dir ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du dagegen ankommst. Ich sag dir ehrlich. Doch, wie sieht's bei dir aus? Bruder, ich sag nur C, Bruder. Für Kapitän oder was? Kapitän für meine Mannschaft, Bruder. Vielleicht gibt's heute Kapitänswechsel, Bruder. Nein, nein, glaub mir, Bruder. Da wäre ich mir nicht so sicher an deiner Stelle, mein Edler. Glaub mir, mein Bruder, C bleibt. Bruder, wir schauen. Am Ende, Bruder, es ist eine Competition. Und möge der Bessere gewinnen. Klar, Bruder, ja. Und schauen wir mal, Bruder. Gutes Spiel, Bruder. Wünsche ich dir auch. Gutes Spiel. Bandit, was sagst du? Bist du ready? Bruder, ich bin da, Bruder. Ich bin auf jeden Fall da, ja. Bruder, jetzt wird's wild, da? Ja, jetzt wird's wild, mein Bruder. Ja, Bruder, bist du bereit? Bruder, du weißt, wir sind jetzt für 2-3 Minuten sind wir ganz kurz Feinde, Bruder, im Cage, Bruder. Jetzt sind wir mal kurz Feinde. Ja, mein Bruder. Und danach können wir wieder Freunde sein. Ja, aber jetzt ist ernste Angelegenheit. Auf jeden Fall, Bruder. Und ja, Mann, ich sag dir auch, ich hab da was Wildes vorbereitet. Ich hab da auch was Gutes für mich, Bruder. Okay, Digga, okay. Ich bin gespannt, Bruder. Okay. Let's go. So, Challenge 1, Tag 1. Euch hat's erwischt. Ich sehe, ihr seid aufgeregt, 4 Gesichter. Gleich sind nur noch 2 da, leider. Ich drücke euch die Daumen, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Bruder, eigentlich ist das unfair. Warum? Das ist so unfair, Bruder. Das ist unfair, gell? Aber wenn man sich diese 4 wunderschönen Männer anguckt, Bruder, man will nicht, dass 2 davon gleich weg sind. Ja, Bruder. Ich feiere euch alle sehr krass, sehr unterschiedliche Stile, aber es wird so wehtun. 2 gehen nach Hause auf jeden Fall heute, deswegen gebt euer Bestes, ihr wisst, worum es geht, okay? Und auch wenn die Reise heute endet, ich hoffe, es hat euch was mitgegeben, diese ganze Show hat euch was mitgegeben und ihr macht danach was da draus. Weil das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang eurer Karriere. Ja, okay? Jetzt, ich will 100% sehen. Let's go. Wer möchte anfangen? Mufasa. Schon seit Jahren in der Scheinwelt. Schufa auf Bank, nicht mal ein Cent. Wir haben kein Geld. Nimm den Bankier, Sohn als Geisel. Es macht Ching, lass uns besser nicht ins Detail gehen. Ha! Lange Nächte mit Youngblood in Abuja. Wieder alles auseinandergenommen wie Bazooka. Lass er, schau es für mich tanzen wie Shah Rukh Khan. Noah Allah, Baby Girl, ich nimm dich mit nach Europa. Sie sieht das Funkeln in den Augen, sie glaubt mir sofort, erzähle. Ich bin Banker, wohne momentan noch in New York. Laptop 409, hey mit Local Scammer Boys. Palmbein in rechter Hand, in linke dicke Ella Joint. Essen Ziegenfleisch mit Fufu, kein Chia Butter. 7-Jährige stichten deine Niere für $10.
keine Kindheit, bei uns gibt's kein Peter Pan. Einer Scammer, ein anderer Kriegsveteran. Uncle Innocent schickt Girls auf die Reeperbahn, damit die Familie in der Heimat gut leben kann. Hotel nebenan, klopft an der Tür, vier bewaffnete Jungs wollen seine Tochter entführen, ey. Rekus, Bandit, vor und Niner, Frankfurt City bis nach Niger. Dreh ein GB und sie dreimal Youngblood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht. Rekus, Bandit, vor und Niner, Frankfurt City bis nach Niger. Dreh ein GB und sie dreimal Youngblood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht. Vor und nein, ich brauche eine Milli, nicht für mich, sondern für Familie. Unterwegs auf Flucht vor Zivi, Nebelwolke qualmt aus Zivi. Mich Cola mit Niger, Guinness, meine Bitch auf Backseat, das heißt und will ich ja. So will ich das haben, mach auf Flüchtling, wenn ich Bulle nach meinem Pass fragen, ey. Denn ich steppe durch die Nacht wie ein schwarzer Panther. Hautfarbe braun wie Dreisif aus Casablanca. Augen rot wie Tomaten vom Baba Ganja. Sie zieht dreimal und macht die Beine auseinander. Bin kein Metzger, doch Baby wird heute feinstes Fleisch sehen. Pisser gehen mir auf den Sack wie verschmierte Kleidcreme. Weil ich übertrieben Knacks hab, es niemals einseh. Werd ich alles dafür tun, dass ich auf die Eins geh. Rekus, Bandit, vor und Niner, Frankfurt City bis nach Niger. Dreh ein GB und sie dreimal Youngblood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht. Rekus, Bandit, vor und Niner, Frankfurt City bis nach Niger. Dreh ein GB und sie dreimal Youngblood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht. Sehr, sehr, sehr stark, Mufasa. Du hast auf jeden Fall hardcore vorgelegt, Cousin. Stolz auf dich. Bruder, ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht jetzt, ja? Haaland hat nächsten. Druck. Ja, Bruder. Haaland hat ja, Druck. Haaland! Als nächstes bitte. Offensivpress, Kick wie Olympic M, FIFA Street, 7 Ribery, Tricks mit D-Square Jeans, auf Gel Venture S-Express, ich wie Frank Lampard Taktik, ein Doppelpass, Volleyspann, schießt so wie Benzema Hattricks. Tunnel Rabona, eine Mangostan, Joa Marokkan, German Trikot, Caratilo, aus und das Schicht so wie Celta Vigo, lass alle aussteigen wie Endstation, mit Elastikos. CMLG, du Lagerbitin. C, Libero, Anna, Jara, Bike. Hey, Bene, Bene, Trikot, Zendem, Bele. CMLG, du Lagerbitin. C, Lagerbitin. Tarzan, Haare, so wie Cavani, eh. Mein Magazin lädt. Scharfschütze, treff Zahnlücke wie Grasblüten. Gib hier im Ghetto, grüßt man sich mit Salam, wie geht? Achasirin rennen weg vor Taharia. Haare Mugli, Dschungelbuch. Tous les jours, Kunde ruft, tous les jours, eh. A-U-A wie Akila. Kommt BNL, GNL, Onizuka. Haaland, was soll ich dir sagen, Digga? Was ein Song. Wirklich, wirklich krass nachgelegt, auf jeden Fall. Damit haben wir das Battle zwischen Haaland und Mufasa auf jeden Fall fertig. Jetzt würden wir gerne die nächste Gruppe, die nächste Battle-Gruppe nach vorne bitten. Einmal Leo, bitte. Leo, Digga! Leo! Hey! Leo La Bandit, gib ihm! Rapper Rü, FCDN auf Block, Ewa, du weißt Bescheid. Er will Namen, doch ich sage nix. FZN, no block, ich drück den Trigger bei Tageslicht. Drück dich ab, weil nix im Magen ist. Du bist Bluff, lass deine Story. I'm not sorry, deine Chick will an mich ran. Ich mach sie weg, ten ihr Body. Viola Phänomen, fuck them all, I'm better than them. Pussy, sag, wohin willst du rennen? Kann die Angst in deinen Augen erkennen. Ich fick dein Fame, gib mir mein Money. Kenn die Strat auch ohne Navi. Bricks, dry mit Jim Beam, Honey. Kick kein Part, sie will
sein, Kari. Du bist leicht, mach nicht auf Hut. Jeden Tag unter Druck. Lauf einen Tag in meinen Schuh, schon nach zwei Stunden gehst du kaputt. Aussicht, blaulich, gelbe Briefe. Was für Gladios, ihr seid Schiefe. Hängen am Block mit Gauner und Diebe. Ich hol mir, was ich nicht kriege. Ich bin am Block, hier gibt's kein Louis und kein Prada. Wo ich wohne, ist nur Drama. Du kommst mit zwei, drei Mann, ich komm in mein Katana. Alles echt, kein Blabla. Sagt wann und wo ich komm vorbei. Hast du deine Männer dabei? Drive-by, sagt, wer von euch hat Bälle verteilt? Wie Iniesta zu seiner Zeit. Steh im Zentrum, Übersicht weit. Gib dir Kombos wie Michael J. White. Kein Prozent Integration. Auf Arsch, nicht auf Ballon. FFM, nicht Chicago. Ich bin G, kein Givado. Wie Di Marco in Milano. Ich mach nur groß, mach's wie Pablo. Sag Selam, sag nie Hallo. Treffer Claudio Pizarro. Leo Labandit ist echt, Leo Labandit ist fresh. Alles für Cash, Tom und Jerry mit Gesetz. Am Ende komm ich immer weg. Mach weg, ein Kilo. Undercover, tranquilo. Observation von der Kripo. Mach schlau, sonst ist finito. Ich bin am Block, hier gibt's kein Louis und kein Prada. Wo ich wohne, ist nur Drama. Du kommst mit zwei, drei Mann, ich komm in mein Katana. Alles echt, kein Blabla. Leo, ordentlich vorgelegt, sag ich dir ehrlich, super Song, ich fühle den immer, ich liebe deine Flows. Und mal gucken, was die Konkurrenz macht. Pada! Auf geht's, Digga! Ich steh früh auf, ich bin im Modus, der Tag ist zu kurz, also setz ich meinen Fokus ab in den Lotus, fahr ins Gym, hab Excel die Lokus und Bares im Sinn, ist egal wo ich bin. Es fahren die Sokos, wir hängen im Laden, sie laden die Canon, pop, 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 aber schieße nur Fotos. Sitz im Mercedes CLS, geh aus dem Weg, ich komm zu spät. Jetzt wollen sie reden, schwing doch, ich hab noch Pakete hinten drin. Ich geb Gas, Nitro, wird schizophren wegen den nächsten Drück im Park, in Siedlung, schau in die Spiegel, sie wo play, sie wo play. Lieber Gott, so viel Probleme kann ich sehen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Drück Paket von A nach B. Ich hab keine Zeit, bin im Dribbel, du weißt. Der Zeiger am Ticken, der Jibbel, das heißt. Draußen im Dschungel, ich klau dir die Kunden. Ich zeig dir die Gegend, da wo wir verteilen. Bin Marrakesch, jagen Pada, Money Flex, bringt Qualität. Haracats und ich nehm dir alles weg, will Money zählen. Alles echt, Pada, alles echt, du kannst es sehen. Ist alles echt, Pada, Kapitän, Alacante. S'il vous plaît, lieber Gott, so viel Probleme kann ich sehen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Drück Paket von A nach B. Ostrada, Mentalität, sind gefangen im Käfig. Saint-Germain, Franza, Paris, renn voran, das krieg ich. Spiel Räuber und Salam, auf Kawasaki, fit Police. Ostrada, Ostrada, Mentalität. So, Tag 1 endet, Challenge 1 endet, aber die Entscheidung steht fest. Ich muss euch schweren Herzens sagen, wir waren uns am Anfang etwas uneinig und wir haben eine hitzige Diskussion gehabt. Zu Recht, Bruder. Zu Recht, Digga. Ja. Weil man muss euch dickes Lob aussprechen. Ihr alle habt gute Songs gemacht, ihr habt euch von eurer besten Seite gezeigt, ja, muss man ehrlich sagen. Leo, ich liebe deinen Flow. Du gehst immer nach vorne mit deinen Songs. Du bringst Power, du bist einzigartig.
Und ich bin richtig glücklich, dich in der Top 15 oder Top 18 im Finale hier haben zu dürfen. Adam, Bruder, jedes Mal lieferst du ab. Jedes Mal beweist du auf jeden Fall, dass du auch auf jeden Fall ein kleiner Star schon bist. Und deine Songs sind immer sehr, sehr frisch, gut verdaubar, zeitgemäß. Das ist genau das, was die Leute heute haben wollen und hören wollen. So. Ja, Bruder, egal wie es heute ausgeht, mach auf jeden Fall weiter, Bro. Vater, du hast dich letzte Runde gefunden, auf einem neuen Style. Er kam sehr gut an. Ist der Hype aber nur von kurzer Dauer? Oder hast du dich auch heute durchgesetzt? Unfassbar, mein Bruder. Du weißt, ich feier dich hart. Ich habe gestern auch zu ihm gesagt, Bruder, wir müssen auf jeden Fall einen Song zusammen machen oder ich mache dir einen Beat oder was auch immer, weißt du? Weil ich mag deinen Style, ich mag deine Stimme, Bruder, deine Performance. Heute wieder sehr stark. Auch in welcher, man muss sagen, in welcher Geschwindigkeit auch manche hier die Songs abgeliefert haben. Das ist wirklich krass. Sauber, ja. Ja, wirklich, wirklich. Mufasa, egal wie es heute ausgeht, du weißt, melde dich bei mir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr nehmt heute das Ende als euren Anfang und ihr gebt richtig Gas. Es sind sehr viele Augen gerade auf euch gerichtet. Haaland, Mufasa. Haaland. Ich muss leider schweren Herzens sagen, dass du uns noch einige Zeit begleiten wirst und uns aushalten musst. Du hast es geschafft. Ja, Mufasa, Bruder, wie gerade schon gesagt, du weißt ganz genau, wie ich persönlich zu dir stehe und zu deiner Musik und zu deinem Style so. Einzigartig, sauber, lyrisch, sehr stark. Ja, es war so schwer, das zu entscheiden so. Und wir mussten auch das ganze Team ranholen so, ja, weil es gab halt Unstimmigkeiten so. Aber du bist Rap La Rue Finale, weißt du, ich meine? Wie weit kannst du es noch schaffen, ist die Frage, verstehst du? Das musst du jetzt noch beweisen, mein Bruder, okay? Du bist ein kompletter Künstler. Du kannst singen, du kannst rappen, du kannst alles. Und wenn du nichts aus dir machst, dann weiß ich auch nicht. Danke, dass du dabei warst, Mufasa. Pada Leo. Am Anfang waren Abaya und ich getrennter Meinung. Abaya hat was gesagt, ich habe was gesagt und wir haben diskutiert. Doch eine Sache ist sicher. Einer muss gehen. Du hast die Qual der Wahl. Ich habe die Qual der Wahl. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, weil für mich ist es natürlich schwer, für uns ist es schwer, aber für euch muss es auch schwer sein, so, man tritt, ihr seid ja keine Feinde oder sowas, weißt du, ich meine, man tritt gegen seinen Bruder an, man hat sich vielleicht lieb gewonnen in dieser Zeit, ich meine, man lebt jetzt auch auf engem Raum hier zusammen, so, und es muss für euch bestimmt auch schwer sein, euren Bruder jetzt zu verabschieden, so, aber wir sind nach langer Diskussion mit dem ganzen Team zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns heute von Leo verabschieden müssen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Sehr stark. Allah. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich dachte echt, ich steck das lockerer weg. Aber ich merke, mich belastet das auch. So, weil es ist das erste Mal Rap La Rue. Und ich bin irgendwo ein Fan von euch geworden. Ich höre eure Musik privat. So, meine Tochter singt Mufasas Lied bis heute noch, so, und ihr seid so in mein Leben reingekommen und es macht mich echt traurig und darum will ich mich nochmal persönlich von euch verabschieden, vielleicht mit einer kleinen Umarmung. Danke, dass ihr da wart, ehrlich. Ihr habt das richtig, richtig krass gemacht, Digga. Ich küsse dein Herz, Ende. Ich danke dir, mein Bruder. Danke. Ich wünsche euch nur das Beste. Schön nochmal an euch. Ich küsse dein Herz, aber weiter. Danke, dass ihr da wart, ja?
Rap La Rue auf jeden Fall, es war mir eine Ehre. Walla Leona Bandit, GTD ist Hit geblieben von Rap La Rue 1. Oldschool OGs. Und ja. Meine Gs, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit. Nur Liebe für euch. Rap La Rue war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr geile Entwicklung für mich. Sehr abgefahren. Sehr viele Türen geöffnet. Ja, auf jeden Fall. Unfassbar, pure Nein. Ihr werdet noch sehr, sehr viel von mir hören, wenn Gott will. Und Mensch, wer weiß, Walla, bei Rap La Rue 2 habe ich gehört, gibt's auch, gell? Ja, ja, Rap La Rue 2 kommt auch. Man weiß nie, wen man wieder trifft. Ach, weißt du, wie ich meine? Weil in Marrakesch habe noch keine gute. Sorry. Ja, auf jeden Fall. alle, jetzt fliegen alle. Verdient weiter Haaland und Pada, meine Brüder. Walla, viel, 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 viel Erfolg euch beiden. Und an alle anderen Kandidaten natürlich auch. Dankeschön nochmal an Rap La Rue. Ja, ihr werdet noch viel von mir hören. Lagos Bandit, macht den Pre-Save. Lasst uns Gas geben. 419 Mufasa in the building, we're gonna make it big! Versteht ihr? Hoch, runter, wir machen hoch und. Ewa! Mama! Alter, das ist der Hauptmann, Alter! Was ist das, Alter? Wir sind hier, wir sind da, wir sind überall. Du weißt, es ist Pada. Du weißt doch. Oh, wie du das mit diesem Ding mit sich an der Mann, das ist voll schön weich, mein Bruder. Tag 1 vorbei. Und leider haben uns Leo und Mufasa verlassen, trotz sehr starken Songs, ja. Ein Applaus erstmal für die Jungs. So. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter. Und die nächste Challenge für morgen, Tag 2. Wir bestimmen jetzt schon 2 Teams und euch wird die Challenge erklärt. Oder weißt du was, Haaland, du hast diese C schon an. Komm nach vorne, Haaland. Geh zu Arbeit. So, am besten auf die Seite. Ich wähle jetzt einen Captain-Cousin. Und mein Captain wird sein... Ich muss hier ein bisschen Druck machen. J.U. Bitte schön. Pass auf, ihr tretet morgen gegeneinander an. Team Haaland gegen Team Jotun. Die Challenge heißt Bring the Money. Wir teilen euch jetzt erstmal in 2 Teams auf. Hat jemand eine Euro-Münze? Alle machen jetzt nicht hier. Gibt's Kopf oder Zahl? Ja. Perfekt. Kopf oder Zahl, Cousin? Darf entscheiden. Haaland, Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl, okay. Kopf. Okay, Haaland, du darfst jetzt 7 Leute in dein Team rufen. Ja, ich nehme einmal direkt Pada, weil der mit mir hier gewonnen hat, Bruder. Das ist jetzt stabil. Dann nehme ich auf jeden Fall meinen Youngster Ammo. Komm her, mein Bruder. Okay. Applaus ein bisschen für Ammo, jawohl, Applaus auch, Digga. Bruder, jetzt jeder angespannt. So. Gio Montana Assassin. Sabine, Digga.
Ilo natürlich, mein Haraga. Okay. Einmal Eamon, einmal Kauta. Ich wollte euch alle genau in dieser Reihenfolge haben. So, einmal kurz richtig zur Seite. Das ist einfach ein Split. Ja. Genau, einmal richtig zur Seite. Kurz zur Erklärung von Challenge Nummer 2. Ihr werdet morgen in die Stadt von Marrakesch gehen und als Straßenmusiker Geld für euer Team verdienen. Du alleine. Ihr werdet einen Hut auf den Boden stellen. Ach, alleine. Alleine. Kann ich mal Musik machen. Digga, shit. Das ist die Challenge für morgen. Wir holen dich wieder. Also auf Ernst. In der nächsten Folge. Wie sollen wir denn Musik machen, Bruder? Schade, ja. Ich will das Geld gar nicht. Ich will gar nicht gewinnen. So, Cousins. Wir müssen die Sache jetzt abbrechen, aber ich glaube, ich habe mehr als Jugend. OG! Ich hoffe, ihr seid alle ready, ihr seid alle ausgeschlafen, Alter, gebt Gas, Alter, ich freue mich auf eure Performances. Sonntag, 18 Uhr.